willkommen zum Online-Gottesdienst der Köln City Church. So schön, dass du heute mit dabei bist. Und ein ganz großer Gruß geht raus an alle Live-Groups, die sich gerade in und um Köln herum treffen. Wir freuen uns riesig, dass wir uns wieder in Häusern, Gärten, Wohnungen treffen können und sehen können. Und wenn du noch keine Live-Group hast und sagst, hey, ich würde super gerne eine Live-Group finden, dann bin ich mir sicher, wir werden die passende für dich finden. Du kannst dich gerne bei uns melden, kannst eine Connect-Card ausfüllen. Wir würden super gerne mit dir in Kontakt treten. Wir haben ein ganzes Team, die sich gerne bei dir melden würden. Deshalb füll die Kontaktkarte aus, wenn du zum Beispiel sagst, ich will eine Live-Group haben, wenn du mehr über uns als Kirche erfahren willst, wenn du dich taufen lassen willst, all das. Wir würden gerne mit dir in Kontakt kommen. Und deshalb so schön, dass du heute mit dabei bist. Wir starten in eine neue Predigtserie heute in den Hebräerbrief und wir sind voller Erwartung und wir hoffen, dass dieser Gottesdienst dich ermutigen und stärken wird. Wir wünschen uns so sehr, heute mehr zu lernen von Gott, mehr zu verstehen, wie er ist. Und zum Start, bevor wir mit dem ersten Song starten, würde ich gerne beten. Jesus, wir laden dich ein in unsere Mitte, wo auch immer wir gerade sind, von wo auch immer wir gerade zuschauen. Ich bete, dass du jetzt den Raum erfüllst, dass du unsere Herzen, unsere Gedanken weit machst, um von dir zu empfangen. Vater, wir wünschen uns so sehr, dass du uns veränderst, dass du uns zu dir, näher zu dir ziehst. Wir wollen näher an dein Herz ranwachsen. Deshalb bete ich einfach so sehr, dass du jetzt kommst. Wir wollen dich preisen und dich anbeten. Amen. Hey, wir wollen einen Song zusammen singen. Du kannst gerne aufstehen. Wir lieben es, Anbetung zu machen und Gott die Ehre zu geben. Ja, lasst uns jetzt gemeinsam Lobpreis machen. Aus. Wir loben dich und rufen
es so sehr, Gott anzubeten, und Gebet ist einer unserer Kulturpunkte. Pray first, erwarte Großes. Wir haben Gebet als erste Antwort, nicht als letzte Ressource. Und wir wollen jetzt uns Zeit nehmen, um gemeinsam zu beten, um vor Gott zu kommen, als Kirche und jeder Einzelne, um das, was uns beschäftigt, vor ihn zu bringen. In 1. Timotheus 2, Vers 1 steht: Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Und genau das ist das, was wir tun wollen. Du hast jede Woche die Chance, auch eine Gebetskarte auszufüllen, uns zu schreiben, wofür wir beten sollen als Kirche. Und Leute aus unserer Kirche sind zum Beispiel dankbar für finanzielle Versorgung in dieser Zeit, was ein absoluter Segen ist. Leute sind dankbar dafür, dass Freunde sich für Jesus entschieden haben und den Glauben gefunden haben. Halleluja, das ist so gut. Gebet verändert was. Leute sind dankbar für die Live-Groups, die sich endlich wieder treffen können. Dafür bin ich auch so dankbar. Und genauso wollen wir jetzt das, was uns beschäftigt, was unsere Wünsche, was unsere Bitten, was unsere Anliegen sind, vor Gott bringen. Und Leute aus unserer Kirche haben aufgeschrieben, dass sie für Gesundheit und Bewahrung beten, dass sie für Heilung von Krebs beten, ganz konkret, und für Kraft für die Angehörigen von der betroffenen Person. Leute beten für einen neuen Job nach einer Arbeitslosigkeit durch diese Corona-Situation. Und ich will dir sagen, egal was du jetzt auf dem Herzen hast, du kannst mitbeten für diese Anliegen und du kannst deine Sachen vor Gott bringen. Nichts, was du hast, ist zu groß oder zu klein für Gott. Wenn du denkst, es ist zu klein, nein, bei Gott ist nichts zu klein, um es vor ihn zu bringen. Und für Gott ist auch nichts zu groß. Er ist der allmächtige Vater, der König aller Könige. Und deshalb lade ich dich ein, jetzt gemeinsam mit mir, da wo du bist, zu beten, deine Stimme zu erheben und zu Gott zu beten. Jesus, wir preisen deinen Namen. Vater, wir danken dir dafür, dass du unser Versorger bist, in guten und in schlechten Zeiten. Wir danken dir dafür, dass Freunde zum Glauben finden. Wir beten so sehr, dass noch mehr Menschen die gute Nachricht hören und Errettung finden in dir. Und wir beten, Herr, für Gesundheit und Bewahrung. Wir beten dafür, dass Kranke wieder gesund werden in deinem Namen. Vater, wir beten für Heilung von Krebs, jetzt in diesem Augenblick. Ich bete dafür, dass du kommst, dass du der Person Kraft schenkst, dass alle Personen, auch alle anderen Personen, die mit diesem Thema konfrontiert sind, deinen Frieden spüren dürfen, deine Kraft spüren dürfen. Und wir beten dafür, dass du neue Jobs schenkst, dass sich neue Möglichkeiten auftun. Vater, wir wollen unsere Augen auf dich halten. Wir behalten unseren Fokus auf dich, weil du der Retter bist, weil du erhoben bist über jeden Umstand, über jede Situation. Und deshalb erheben wir deinen Namen. Halleluja. Amen. Jesus, mein Gott, nichts hält dich auf. Nichts ist zu schwer, nichts hält dich auf. Dein Reich regiert, breitet sich aus. Wir loben dich und rufen aus. Jesus, mein Gott, nichts hält dich auf. Nichts ist zu schwer, nichts hält dich auf. Dein Reich regiert, breitet sich aus. So gut, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen zum weiteren Gottesdienst. Es ist genial, dass du dir genau diesen Sonntag ausgesucht hast, um heute mit am Start zu sein. Wir begrüßen alle Live-Groups, die mit dazu geschaltet haben, Freunde, Familien, Bekannte oder einfach die, die einfach einen Link geschickt bekommen haben und jetzt sich mittendrin befinden in einem Gottesdienst und sich fragen, was ist denn hier los? Hey, wir freuen uns so sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns gemeinsam in das Wort Gottes einzutauchen. Du hättest dir keine bessere Woche aussuchen können als diese, denn wir starten in eine brandneue Predigtserie
im Hebräerbrief, Not Going Back. Wir wollen die nächsten 6 Predigten in einen Brief, in ein Buch der Bibel eintauchen und wollen die Wahrheiten und wollen die Offenbarungen und Erkenntnisse dieses Buches rausziehen und auf unser Leben anwenden. Wir haben ein richtig großartiges Study-Buch mit rausgebracht. Das kannst du gerne in deiner Live-Group dir mitnehmen. Du kannst es dir kostenlos runterladen auf unserer Webseite als PDF-Dokument. Und wir wollen dieses Buch nutzen als unser Arbeitsbuch für die nächsten 6 Wochen. Da ist für jeden Tag eine Stelle im Hebräerbrief drin. Wir haben ein Akronym, mit dem wir die Bibel lesen. Das ist SOAP, S-O-A-P. Das ist eine Bibelstelle lesen. Wir observieren sie, Observation, wir wenden sie an und wir beten. Und so wollen wir jeden Tag Zeit verbringen, einfach das Wort zu uns sprechen zu lassen und uns zu verändern. Ich freue mich mega drauf. Es ist so ein geniales Buch, 13 Kapitel, vollgepackt und ein einziges Ziel, Jesus groß zu machen. Jedes einzelne Kapitel zeigt auf Jesus und zeigt uns die Größe und Herrlichkeit Jesus. Und wir wollen gemeinsam einfach in diesen nächsten Wochen lernen, dass Jesus größer ist als alles andere. Dass nach ihm nichts kommt. Dass da eine ganz lange Pause ist, bevor irgendjemand anders kommt. Jesus ist unser Zentrum, er ist unsere Nummer 1. Und wir haben uns als Team überlegt, wir wollen noch was Neues machen zum Beginn dieser Predigtserie. Und zwar wollen wir gemeinsam, alle zusammen, ein Glaubensbekenntnis, ein Credo zusammen aufsagen vor jeder Predigt. Wir haben dieses Credo zusammengestellt aus Versen und Themen aus dem Hebräerbrief und wir wollen jetzt gemeinsam, wir hier, ihr zu Hause, dieses Credo vorlesen. Unser Gebet ist es, dass, wenn diese Predigtserie vorbei ist, dass du diese Worte, diese Sätze in deinem Herzen trägst und dass du sie verankerst und dass diese Wahrheit von diesen Worten einfach tief eindringen. Deswegen, da wo du bist, wir lesen dieses Credo jetzt gemeinsam auf 3, okay? 1, 2 und 3. Ich lebe im Glauben, nicht im Schauen. Gott ist immer an meiner Seite, darum habe ich keine Angst. Weil auch Jesus selbst Leid ertragen musste und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie ich, kann er mir in jeder Lebenslage helfen. Ich halte fest an den Versprechen Gottes für mein Leben. Ich ermutige andere Menschen, das Gleiche zu tun. Ich laufe den Lauf des Glaubens, ich schaue nicht zurück, sondern strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Come on, so starke Worte. Und unser Text für heute finden wir in Hebräer 1. Wir steigen im ersten Kapitel ein. Wir wollen gemeinsam die ersten 4 Verse lesen. Dort steht Folgendes. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Gott hat Christus seinen Sohn genannt und ihm damit weit über alle Engel gestellt. Und mein Thema für diese erste Predigt in unserer neuen Predigtserie ist: Jesus ist Nummer 1. Und ich fände es genial, mit dir noch zusammen zu beten. Jesus, wir danken dir, dass du an erster Stelle stehst. Und wir wollen dich auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen heute. Wir wollen, dass unser Glaube ermutigt wird. Wir wollen mehr verstehen, wer du bist und wie du handelst. Und wie du die Welt siehst und wie du denkst, Jesus. Und wir wollen verändert werden durch dich. Und wir laden dich jetzt ein. Wir wollen unsere Herzen, unsere Ohren öffnen. Und wir wollen von dir als unseren Lehrer, unseren Meister, unseren König lernen. Rede zu uns, Jesus. Veränder uns. Wir wollen mehr in dich verliebt sein heute, als wir es noch gestern waren. In deinem Namen. Amen. Hey, ich weiß nicht, ob du auch schon Kinder hast. Als Vater von 2 Söhnen ist es auf jeden Fall nicht langweilig. Und wir sind gerade in einer Lebensphase mit unseren 2 Jungs, wo alles, aber auch wirklich alles, eine Competition ist, ein Wettkampf ist.
wer ist der schnellere Läufer, wer kann schneller aufessen, wer ist schneller im Badezimmer, wer kann länger schlafen, wer kann schneller die Schuhe anziehen und wer kann höher springen und weiter den Ball werfen. Immer und ständig ist alles eine Competition. Und wer ist der Stärkere, ist eins der ganz oder der Wettkämpfe, die ganz oben aufliegen. Und wir waren vor ein paar Tagen bei uns zu Hause und haben im Wohnzimmer so ein bisschen gekämpft. Und Maxim hat dann zu mir gesagt, Papa, bist du eigentlich der stärkste Mann der Welt? Und ich habe gesagt, nee, sorry, das bin ich nicht. Und dann hat er angefangen, bist du denn stärker als Manni? Ich habe gesagt, ja, weiß ich nicht genau. Bist du stärker als Robin? Ja, keine Ahnung. Und dann hat er so Namen abgefragt, ich wusste nie genau, was ich darauf sagen sollte. Und Levi kam irgendwann dazwischen und hat gesagt, hey, du bist aber nicht stärker als Jesus. Ich so, nee, Jesus ist der Allerstärkste. Und dann ging das ganze Spiel andersrum. Ist er stärker als Robin? Ist er stärker als Manni? Und da konnte ich immer ein ganz klares Ja zu finden. Yes, er ist auf jeden Fall stärker als die ganzen Leute. Ist er stärker als mein Opa? Ja, der ist auch stärker als sein Opa. Und dann kam Levi nach so 3 Minuten zu so einer Schlussfolgerung und hat dann gesagt, ist Jesus Nummer 1? Und ich habe gesagt, yes, Jesus ist Nummer 1. Und ich liebe diese Einfachheit in den Kindern. Und genauso wie Levi es zusammengefasst hat für sich, dass Jesus Nummer 1 ist, möchte auch der Autor in diesem Hebräerbrief uns sagen, dass Jesus an erster Stelle kommt und dass, wenn er nicht an erster Stelle kommt in unserem Leben, dass dann Unordnung passiert, dann entsteht Chaos und dann entsteht eine Unordnung, weil der Ordnung halber ist er ganz oben. Und er möchte uns quasi mit hineinnehmen in 13 Kapitel, die alle darauf hindeuten sollen, dass Jesus Nummer 1 ist, dass Jesus souverän ist, dass der über allem anderen steht. Und ich möchte zum Start dieser Predigtserie ein bisschen in den Kontext einsteigen, der Hebräerbrief, weil es, glaube ich, wichtig ist, den Kontext zu verstehen, bevor wir eintauchen in die Wahrheiten so von diesem Brief. Und das Erste ist, hey, für wen wurde dieser Brief eigentlich geschrieben? Und die Antwort ist, er wurde für jüdische Christen geschrieben. Er wurde für Juden geschrieben, die eine Begegnung mit Jesus hatten und konvertiert sind zum Christentum. Die wurden Christen, die wurden Nachfolger von Jesus. Und sie haben ein ganzes Leben lang nach dem alten Bund gelebt, hatten eine Begegnung mit Jesus und haben jetzt angefangen, nach dem neuen Bund zu leben. Für sie ist dieser Brief geschrieben. Wann wurde dieser Brief geschrieben? Man weiß es nicht genau. Man sagt so in den 60ern nach Christus, also in diesem Jahrzehnt, 60 nach Christus, kurz bevor Nero an die Herrschaft kam und eine ganz, ganz starke Verfolgung der Christen ausgelöst wurde oder gestartet wurde. Und warum wurde dieser Brief geschrieben? Und das ist super spannend, finde ich, weil er wurde für Christen geschrieben, die jetzt wieder zurückkonvertieren wollten zum Judentum. Männer und Frauen, die an Jesus glauben, die ihr Leben, ihr Herz Jesus anvertraut haben und jetzt gesagt haben, ich glaube, ich gehe doch wieder zurück. Weil in der damaligen Zeit und auch heute noch in vielen Ländern dein Glaube mit aktiver Verfolgung auch verbunden war. Und sie haben das erlebt in ihren Familien, in ihrem Umkreis, in ihren Nachbarschaften, dass sie verfolgt wurden für ihren Glauben. Und sie haben gesagt, nee, also dafür habe ich jetzt nicht unterschrieben, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Und sie sind wieder zurückgegangen und haben wieder angefangen, im Tempel auch Opfer zu bringen. Sie haben wieder angefangen, Ziegen und Lämmer zu schlachten. Und der Autor dieses Hebräerbriefes hat gesagt, hey, stopp, wir gehen nicht mehr zurück. Denn das perfekte Lamm in Form von Jesus wurde am Kreuz ein für alle Mal geopfert, damit du und ich das nicht mehr machen müssen, sondern jetzt die Chance haben, in Gottes Gegenwart zu kommen, weil Jesus den Preis für uns bezahlt hat. Und er benutzt diese 13 Kapitel, um zu sagen, hey, wir wollen nicht mehr zurückgehen, wir wollen nach vorne schauen auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Es herrscht ein neuer Bund. Jesus hat den Preis bezahlt für deine und für meine Schuld. Und das ist auch heute, über 2000 Jahre später, noch genauso relevant wie damals. Und das war etwas, was diesem Autor total am Herzen lag. Und du sagst vielleicht, hey, ich bin nicht jüdisch und ich bin auch vielleicht nicht religiös, warum ist das jetzt relevant für mein Leben, was hat das mit mir zu tun? Hey, vielleicht bist du das nicht, aber vielleicht hast du auch Dinge in deinem Leben, die du vor Jesus gestellt hast. Vielleicht
bist du in der Gefahr, vielleicht abzudriften in ein Leben, wo du denkst, okay, ich nehme die Dinge wieder selber in die Hand, ich vertraue vielleicht wieder dem Gesetz oder Dingen, denen ich vorher vertraut habe, und du bist in der Gefahr, einen Weg einzuschlagen, wo Jesus nicht mehr die Nummer eins ist, wo er nicht mehr ganz oben steht. Und wenn du das bist, dann ist dieses Buch und diese Predigt und diese Messages genau für dich. Vielleicht denkst du, hey, wenn ich das mache oder wenn ich das bekomme, dann bin ich vielleicht glücklicher oder ich erlebe mehr Erfüllung. Und dieser Autor von diesem Hebräerbrief sagt, nee, ich bleib dran, ich halte meinen Blick fokussiert auf Jesus und laufe dieses Rennen oder diesen Wettkampf, den Gott für mich vorbereitet hat. Und der Autor, das ist ganz spannend, wer diesen Brief geschrieben hat, die Antwort ist nämlich, keiner weiß es. Der Autor ist unbekannt. Viele haben gedacht, es war Paulus, aber Paulus hat sich in seinen Briefen immer vorgestellt und hat gesagt, hey, ich, Paulus, ein Diener Jesu Christi oder ein Apostel von Jesus, schreibt euch diesen Brief. Das passiert nicht in dem Hebräerbrief. Und die verschiedensten Theorien wurden in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden aufgestellt, wer denn der Autor vom Hebräerbrief ist. Manche dachten, es war Lukas. Manche haben gedacht, es war Judas, der den Brief Judas geschrieben hat. Manche dachten, es war Priscilla, die Frau Gottes. Und dann haben sie aber gemerkt, dass so der hintere Teil des Briefes sehr maskulin wurde und von der Schreibweise her nicht dem ähnelt, was sie erwartet hätten, wenn es eine Frau gewesen ist. Martin Luther hat gedacht, es war Apollos aus Apostelgeschichte 18. Dieser Mann Gottes, ein gelehrter, smarter Mann. Aber die Wahrheit ist, das sind alles nur Theorien. Keiner weiß es. Und ich möchte dir drei Dinge mitgeben, die wir über den Autor lernen können. Wir wissen nicht, wie er heißt, aber wir können lernen, wer er war und wie er gehandelt hat und wie er gedacht hat auf der Art und Weise, wie er diesen Brief geschrieben hat. Das Erste, und es sind drei Sachen, er war ein dynamischer Prediger. Er hat es geliebt zu predigen. Das sehen wir an der Art und Weise, wie dieser Brief geschrieben ist. Die Leute damals sind zusammengekommen im Tempel und haben sich hingesetzt und dann hat einer angefangen, die Bibel aufzuschlagen, das Alte Testament, und dann ging es los. Und da haben sie argumentiert und debattiert, sie haben sich Verse und Fragen zugeworfen und es ging richtig. Und Leute hatten richtig Bock auf diesen Moment. Und man sieht in dem Hebräerbrief immer wieder diesen Rhythmus von Auslegung und Anwendung. Auslegung und Anwendung. Er nimmt etwas und legt es aus und dann wendet er es an auf unser Leben oder auf das Leben damals. Und du siehst im ganzen Hebräerbrief dieses Auslegen und Anwenden. Und ganz ehrlich, genau das machen wir heute auch. Wir sind kein Entertainment-Verein heute oder keine Selbsthilfegruppe, sondern wir nehmen die Wahrheit oder wir nehmen das Wort Gottes und wir wollen es auslegen und wir wollen es anwenden auf unser Leben heute im Jahr 2020 und uns fragen, hey, was bedeutet das für uns? Und das ist so wichtig und das ist das Erste, er war ein dynamischer Prediger. Das Zweite ist, er kannte das Alte Testament. Kein anderes Buch im Neuen Testament hat so viele Referenzen und Zitate aus dem Alten Testament wie der Hebräerbrief. Es ist voll davon, weil es an Juden geschrieben wurde, die Christen geworden sind, die sich super gut auskannten im Alten Testament. Und der Autor dieses Buches wollte das nutzen und wollte immer wieder belegen, hey, das war eine Denkweise, die wir hatten und Jesus ist gekommen und jetzt ist es so für uns. Und er hat es immer wieder und immer wieder gemacht. Und das Dritte, er war Jesus ganz hingegeben. Er hatte ein total pastorales Herz. Er hatte ein Verlangen danach, dass die Zuhörer, die Leute, die das gelesen haben, wachsen in ihrem Glauben. Dass sie sagen, hey, glaub nicht das und guck nicht nach links und rechts, sondern schau auf Jesus. Fokussier dich auf ihn. Er ist die Nummer eins. Und er beginnt diesen Brief wie halt ein richtiger Prediger. Und er schreibt hier in Vers 1, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Richtige, wie so ein Statement. Keine Argumentation, keine Begründung, einfach straight raus. In der Vergangenheit hat Gott geredet. Und dann kommt dieser Turn und er sagt, doch jetzt.
Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, in der Zeit, in der wir jetzt leben, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. So ein richtiges Statement über Jesus, wo man denkt, boah, Hammer. Sein Sohn, er schuf Himmel und Erde und er hat ihn über das Erben von allen eingesetzt. Und ich möchte dir drei Wahrheiten mitgeben, drei Beobachtungen von diesen ersten vier Versen im Hebräerbrief, die ich glaube, die uns so sehr helfen, Jesus an erste Stelle zu stellen. Alright, seid ihr bereit? Der erste ist, du willst, dass Gott zu dir redet, dann hör Jesus zu. Die erste Beobachtung, die ich mache, wenn ich diese ersten vier Verse lese, ist, du willst, dass Gott zu dir redet, dann hör Jesus zu. Und du fragst dich, okay, das klingt super, aber wie redet Gott denn? Wie redet Gott? Und die Wahrheit ist, Gott redet auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Aber eine Art, die der Autor uns gerne mitgeben möchte, die uns helfen soll, Gottes Stimme zu hören, ist, auf das zu hören, was Jesus sagt und was er nicht sagt. Und Zeit zu verbringen, zu hören, was sagt Jesus denn und wie hat er Dinge denn gesagt und wie hat er gelebt. Und es ist so wichtig, dass in der Zeit, wo Menschen vom Judentum zum Christentum konvertiert sind, sich immer wieder in der Gefahr war, so alten Methoden hinzugeben, alten Gewohnheiten vielleicht hinzugeben und zu dem zurückzugehen, was sie vorher kannten. Und genau das war die Situation. Sie sind wieder zurückgegangen. Und sie sind wieder zurück zum Tempel gegangen und sie sind wieder zurückgegangen zu alten Denkmustern, wo sie gedacht haben, war Jesus vielleicht doch nur ein Prophet? War er vielleicht doch nur ein guter Lehrer? War er vielleicht doch nur jemand, der eine tolle Ideologie hatte? Und ganz ehrlich, das sind doch genau die gleichen Fragen, die auch heute relevant sind. Es ist völlig cool, über Jesus zu reden. Aber sobald du sagst, Jesus ist mein Retter und mein Herr, Jesus ist mein König, Jesus ist meine Nummer eins, sagen die Leute, wow, 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 Bro. Das ist ein bisschen zu exklusiv. Also da musst du ein bisschen breiter denken als das. Das kann nicht sein, dass nur er dein Retter ist. Es gibt viele Wege nach Rom. Aber wir lesen in der Bibel, dass es nur einen Weg zum Vater gibt und das ist durch Jesus. Und klar kann Gott auch, ne, und wir lesen dann hier in Vers 1, dass Gott in der Vergangenheit auf vielfältige Weise durch Propheten geredet hat, aber in den letzten Tagen redet er durch Jesus, durch seinen Sohn. Und wir verstehen, dass Gott natürlich auch durch Propheten reden kann. Und wir sehen es im ganzen Alten Testament, er redet durch Elia, er hat durch Mose geredet, durch Noah geredet, durch alle möglichen Leute, in verschiedenen Arten und Weisen. Aber jetzt redet er durch seinen Sohn, durch Jesus selber. Und das ist so krass, denn wenn Gott redet, dann passt es zu dem, was Jesus sagt. Und Jesus steht über den Propheten von dem Alten Testament. Und ich finde das so spannend mit Propheten und prophetischen Worten. Und ich liebe das alles. Ich finde es Hammer, prophetische Worte zu bekommen, Worte der Erkenntnis. Aber eins ist total wichtig, was du verstehst. Und ich habe das verglichen mit der ersten Liebe, sage ich mal, in der Grundschule. Ich weiß nicht, hattet ihr so einen Liebesmoment in der Grundschule? Jemand von euch? Ja? Josias? Ja, einer von euch? Yes. Wenn nicht, habt ihr was verpasst. In der Grundschule lief das folgendermaßen ab. Man hat einen Zettel genommen und man hat draufgeschrieben, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und dann, das war glaube ich auch so die Erfindung der Emojis, weil man hat dann so Smileys drunter gemacht oder einen weinenden Smiley oder einen Smiley nach unten. Stimmt, das müssen wir mal recherchieren. Das war glaube ich die ersten Schritte zu den Emojis. Und dann hat man das nicht selber überbracht, dem Mädchen oder dem Jungen seines Traums, sondern man hat einen Botschafter benutzt. Ne, seinen Buddy, seinen besten Freund, weil es wäre viel zu peinlich, selber diesen Brief abzugeben. Und man hat dann seinen Freund benutzt und gesagt, hey, guck mal, bring den Brief doch mal. Und dann hat er den Brief gebracht und dann hat man stehen geblieben und gewartet, was sie angekreuzt hat. Und dann musste man zurückkommen und alles ganz genau erklären oder berichten, wie es dann war. Und was hat sie gesagt? Ja, genau. Und ein bisschen so ist es auch, wenn es um das Thema geht, wenn Gott redet. Denn Gott hat immer wieder durch Propheten geredet.
Aber jeder von uns weiß, der aus der Grundschule raus ist, dass wahre Liebe nicht durch einen Botschafter oder so vermittelt werden kann. Denn irgendwann musst du der Person, die du liebst, in die Augen schauen und sagen, hey, ich glaube, zwischen uns passiert mehr als nur Unterricht oder keine Ahnung. Das war jetzt nicht die beste Herangehensweise. Übrigens, heute an diesem Tag bin ich mit meiner Frau 12 Jahre verheiratet und wir feiern das total. So lange schon verheiratet zu sein, ist der Hammer. Aber es gab einen Moment, wo ich ihr sagen musste, was ich wirklich für sie empfinde. Und diesen awkward Moment selber aushalten, um dort eine Beziehung zu starten. Und ich glaube, genauso kann man das auch vergleichen, dass Gott damals Propheten benutzt hat, um zu den Menschen zu reden. Aber irgendwann hat er gesagt, hey, das haben wir jetzt viele Jahre gemacht, viele Jahrhunderte gemacht. Aber ich möchte jetzt einen Schritt weitergehen. Ich möchte jetzt keinen Botschafter senden, sondern ich sende jemanden, der so ist wie ich. Und er schickt seinen eigenen Sohn. Und er nimmt Menschengestalt an und er kommt auf diese Erde und er lebt und er wandelt unter uns. Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir Gott. Und wenn wir von ihm hören, dann hören wir vor Gott. Und dann lesen wir hier in Vers 3, in dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Diese zweite Beobachtung ist, du willst Gott sehen, dann schau auf Jesus. Du willst Gott sehen, dann schau auf Jesus. Es ist so cool, dass dieser Vers hier, dieses Wort hat ganz und gar. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Das griechische Wort für ganz und gar ist Charakter, wo wir das Wort Charakter herkriegen. Ganz und gar Gottes Ebenbild. Und der Ursprung dieses Wortes übersetzt bedeutet Prägung. Und der Kaiser oder der König damals hat einen Ring genommen, hat ihn heiß gemacht und hat diesen Ring in ein Bild von sich selber, also dieses heiße Metall in ein Bild von sich selber getaucht. Und auf dieser Münze oder auf diesem Ring war er dann zu sehen, ein Abbild des Kaisers oder des Königs des Landes. Und man hat auf dieser Münze erkennen können, wer der Leiter ist, wer der König ist, wer der Kaiser ist. Und ich finde es so genial, dass auch heute noch wir die Prägung Gottes sehen können in Jesus. Wenn du Gott sehen willst, dann schau auf Jesus. Er ist das ganz genaue Ebenbild Gottes. Das ist so krass, Freunde. Ne, dass wenn du Gott sehen willst, dann schau auf Jesus und schau, wie er gelebt hat und wie er gedacht hat und was er gesagt hat. Und je mehr du das tust, desto mehr siehst du Gott. Ich habe, wie gesagt, 2 Söhne, Maxim und Levi, und als Kinder ahmen sie alles nach, was man macht. Und es ist, man muss aufpassen, was man sagt ab einem gewissen Alter, weil sie merken sich alles und sagen alles nach. Und man hat Kinder und die sind irgendwo anders und dann sagen die, hey, die sehen genauso aus wie du. Und man sieht etwas von sich selber in seinen Kindern, was der Wahnsinn ist, weil die haben meine DNA. Und sie haben ein Abbild von mir in sich drinne. Und es ist so krass, dass sie einfach das in sich tragen. Und ich möchte einfach so sagen, hey, wenn du wissen möchtest, wer Jesus ist oder wie er aussieht, oder dann schau in die Evangelien, schau an, wie er in Matthäus und in Markus und in Lukas und in Johannes, wie er gelebt hat, wie er geredet hat, wie er mit Herausforderungen umgegangen ist. Vielleicht hast du gerade eine Challenge in einer Beziehung oder du bist herausgefordert in deinem Beruf oder in deinem Alltag. Hey, lass uns auf Jesus schauen. Wie hat er diese Situation gehandelt? Was hat er gesagt? Was hat er in herausfordernden Momenten getan? Was hat er gedacht? Was hat er gebetet? Lass uns auf Jesus schauen. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben und ich ermutige dich, dir den zu merken, vielleicht selber mit aufzuschreiben. Je mehr du auf Jesus schaust, desto mehr wirst du wie Jesus. Je mehr du auf Jesus schaust, desto mehr wirst du wie Jesus. Der Autor sagt dir, dass Jesus die Herrlichkeit Gottes ist und dass sie sichtbar wird. Das heißt, du siehst die Herrlichkeit Gottes in Jesus. Er strahlt quasi. Du kannst Gott erkennen, wenn du Jesus anschaust.
Und ich glaube, dass genau das Gleiche auch für uns wahr ist. Und ich habe so an so ein Restaurant gedacht, wenn wir ins Restaurant gehen und essen. Es gibt so manche Restaurants, da gehst du rein und du weißt genau, wenn du da rauskommst, riecht man schon von Weitem, wo du warst. Und man riecht an der Kleidung. Es gab so ein Restaurant in England, das hieß Slice of India und das war der Hammer. So eine offene Küche und die haben indisch gekocht vom Allerfeinsten. Die Herausforderung war nur, wenn du rausgekommen bist, jeder hat gerochen, dass du bei Slice of India warst. Und wäre das nicht genial, wenn du heute diesen Gottesdienst beendest und Leute merken und riechen, dass du Zeit in der Gegenwart von Jesus verbracht hast? Dass du aus einer Zeit des Worships und Anbetungs kommst, in deinem Zuhause, in der Church, wo auch immer wir uns treffen, in deiner Life Group, und ihr betet zusammen und du gehst raus in deinen Job, in deine Nachbarschaft und Leute denken, irgendwas ist anders. Wo warst du? Und ich glaube, genau das können wir auch machen, wenn wir Zeit in der Gegenwart von Jesus verbringen, dass wir abfärben, dass wir strahlen das, was Gott in uns gemacht hat. Und das ist so der Hammer, dass wir Jesus besser kennenlernen, wenn wir auf Gott schauen. Genau. Wenn du ihn siehst, wirst du so wie er. Er ist die Nummer eins. Und das Dritte, was dieser Autor uns sagen will, das lesen wir in Vers 4, da steht, durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. An der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Gott hat Christus seinen Sohn genannt und ihn damit weit über alle Engel gestellt. Die dritte Beobachtung, diese dritte Wahrheit, die ich euch mitgeben möchte, ist, du willst Gott gefallen, dann liebe Jesus. Du möchtest Gott gefallen, dann liebe Jesus. Und der Autor verbringt den Rest dieses Kapitels damit, zu sagen, Herr, Jesus ist größer als die Engel, er ist größer als die Propheten, er ist größer als alles andere, was du dir vorstellen kannst. Und meine Ermutigung an dich ist heute Morgen, wenn du Gott gefallen willst, dann liebe Jesus. Wisst ihr, es wird einen Moment geben, wo wir Teil werden von dieser Engelsschar und wo wir im Himmel anbeten werden und wir werden vor Jesus stehen und wir werden rufen, heilig, heilig, heilig. Heilig ist der Herr allmächtig, der Herr der Herrscher. Und wir werden ihm zurufen, weil er die Nummer eins ist. Und ich möchte einfach sagen heute Morgen, dass oder heute Mittag oder heute Abend, egal wann du diese Predigt schaust, dass Jesus plus nichts ist gleich alles. Jesus ist die Nummer eins. Es geht in unserem Leben einzig und allein um Jesus. Es geht um Jesus. Wir wollen feiern, das, was Gott in unserem Leben tut. Wir wollen Jesus Danke sagen dafür. Jesus ist das Wichtigste. Und das ist herausfordernd, weil es kann sein, dass du vielleicht Freunde hast oder auch Familienmitglieder. Und es ist eine Herausforderung zu sagen, Jesus kommt an erster Stelle. Jesus kommt vor meiner Familie. Jesus kommt vor meinen Freunden. Jesus ist die Nummer eins in meinem Leben. Und vielleicht müssen wir da ganz neu eine Entscheidung treffen heute, Jesus wirklich in das Zentrum zu stellen. Und wir wollen in ein paar Tagen, 5 Jahre Köln City Church feiern. Wir wollen das feiern, was Jesus hier getan hat in den letzten Jahren. Und hey, wir lieben alle, die mit am Start sind in unserer Kirche. Aber es gibt so ein paar Leute, die mir einfach ganz besonders am Herzen liegen. Und zwar die Leute, die an diese Kirche geglaubt haben, bevor sie überhaupt existiert war. Und das Ehepaar, was uns ausgesandt hat aus England, Pastor Dave und seine Frau Julia, Dave ist gestorben vor ein paar Monaten, haben geglaubt an etwas, was noch gar nicht da war. Und es war so eine Herausforderung, ihn gehen zu lassen und zu sagen, er ist jetzt bei Jesus, aber er fehlt uns trotzdem total. Und dann ist vor ein paar Monaten mein Opa gestorben und auch ihn war es super schwer gehen zu lassen, weil man hat nur 2 Opas. Und vor ein paar Tagen hatte mein anderer Opa einen ganz schweren Herzinfarkt und sie haben ihn ins Krankenhaus eingeliefert und die Notärztin hat gesagt, hey, er schafft es nicht. Und was machst du in solchen Momenten, wenn Dinge passieren in deinem Leben, wo du keine Antworten drauf hast? Was machst du in Momenten in deinem Leben, wenn plötzlich in einer Sekunde gefühlt es sich alles verändert und du erfährst von jemandem, was zugestoßen ist oder Dinge, die sich verändern. Du darfst plötzlich nicht mehr aus dem Haus,
weil ein Virus hier herrscht. Was machst du in solchen Momenten? Du rufst den Namen aus, der über allen anderen Namen steht. Aus der tiefsten Inneren deines Herzens rufst du diesen Namen aus. Und als ich das gehört habe, saß ich hier im Büro und ich bin sofort in den Gebetsraum gegangen, den wir da hatten, und für eine gute Stunde habe ich einfach den Namen Jesus ausgerufen. Und ich habe gesagt, Jesus, wir brauchen dich. Jesus, wir brauchen, dass du durchbrichst. Und wie durch ein Wunder hat sich mein Opa erholt von dem Herzinfarkt. Sie konnten ihm so einen Bypass einsetzen. Er konnte nach einer Woche nach weniger als einer Woche wieder aus dem Krankenhaus raus. Er ist jetzt seit ein paar Tagen wieder aus dem Krankenhaus raus. Und es ist Hammer. Aber auch wenn das nicht passiert wäre, so wie bei meinem anderen Großvater, rufe ich in solchen Momenten den einen Namen aus, der über allen anderen Namen steht. Und das ist Jesus. Jesus ist die Nummer eins. Und Jesus steht über allen. Und ich möchte dir einfach so das mitgeben heute, dass es Momente in deinem Leben gibt, wo du dich herausgefordert fühlst. Und es ist so Hammer, in diesen Momenten einfach auf Jesus zu schauen. Weil er ist der Anfang und er ist das Ende. Das heißt, wenn du willst, dass Gott zu dir redet, dann hör Jesus zu. Wenn du willst, dass du Gott sehen oder wenn du Gott sehen möchtest, dann schau auf Jesus. Und wenn du Gott gefallen willst, dann lieb Jesus. Und ich möchte einfach für dich beten heute. Und ich möchte dich ermutigen darin, einfach Jesus besser zu hören, ihn klarer zu sehen und ihn mehr zu lieben. Weil mein Ziel ist es, am Ende meines Lebens anzukommen, um Jesus viel besser kennengelernt zu haben als noch heute oder gestern. Deswegen lass uns zusammen beten, da wo du gerade bist. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, Jesus, dass du über allem stehst. Du bist der König der Könige. Du bist der Herr der Herren. Du bist über den Engeln, über den Propheten. Du stehst über allem, Gott. Und du sitzt gerade, Jesus, zur Rechten des Vaters mit einer Schar von Engeln, die dir zurufen, heilig, heilig, heilig. Und auch wir werden irgendwann in diese Ewigkeit mit hineinkommen und uns anschließen und einklinken. Aber wir wollen schon jetzt uns einklinken, Jesus. Wir wollen schon jetzt hören, was du sagst. Wir wollen schon jetzt auf dich schauen und von dir lernen, wie du reagiert hast, wie du gehandelt hast. Und wir wollen schon jetzt eine Entscheidung treffen, dich zu lieben. Und ich bete jetzt, Vater, dass du hineinkommst und dass du es mit deinem Heiligen Geist versiegelst. Und hey, wenn du heute Morgen hier zuschaust und du würdest sagen, dass du Jesus gar nicht kennst, dann möchte ich dir jetzt eine Möglichkeit geben, Jesus kennenzulernen. Jesus lebt und ist an deinem Leben interessiert. Jesus liebt dich, so wie du bist. Und er ist für dich einen Weg gegangen, den die Leute früher mit unfassbarem Aufwand versucht haben, gerade zu rücken, mit Opfern, die sie gebracht haben, mit Geld, was sie zahlen mussten, mit Ritualien und Dingen, die sie gemacht haben, um irgendwie mit Gott wieder ins Reine zu kommen, um dann doch wieder zu fallen und doch wieder Dinge zu tun, die nicht dem Standard Gottes entsprechen. Und diese Dinge trennen uns von Gott. Und genau dafür hat Gott irgendwann gesagt, okay, genug ist genug. Und ich sende meinen Sohn Jesus, um an deiner Stelle einen Platz einzunehmen, der eigentlich für dich und mich reserviert war am Kreuz. Und er ist für dich gestorben und für mich gestorben, um dir und mir die Fähigkeit zu geben, eine neue Beziehung mit Gott einzugehen. Und wenn du das machen möchtest heute, dann lade ich dich ein. Deswegen lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und Jesus, ich gebe dir heute mein Leben und jeden Lebensbereich. Ich möchte dich einladen, dass du mir vergibst, dass du mir meine Schuld und meine Sünde wegnimmst und dass du mir neues Leben schenkst. Ich danke dir, Jesus, dass du unser Retter bist, dass du unser Herr bist und unser König bist. Ich danke dir, dass du über allem stehst, dass deine Macht unvergleichlich ist, deine Kraft ist unvergleichlich. Und ich treffe heute eine Entscheidung, alle Tage meines Lebens dir nachzufolgen. Jesus, ich liebe dich und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, lass uns jetzt gemeinsam den König aller Könige preisen.
die Jungfrau uns geboren wurde, die Verheißung war. Er verließ den Thron des Ruhmes, kam zur Krippe dort im Stall. Lass uns zusammen singen, preis den Vater. Preis den Vater, preis den Sohn, preis den Geist eins auf dem Thron. Gott der Ehre, Majestät, preis den König aller Könige. Denn der Stein war weggerollt, der Tod bezwungen durch das Lamm. Tote stiegen aus den Gräbern, Engel sahen staunend zu. Wer auch immer kommt zum Vater, dessen Seele wird gesund. Und die Kirche war geboren, wurde durch den Geist im Flaut. Ja, die Wahrheit alter my head.
Halleluja, was für eine starke Zeit in Anbetung. Wir lieben es, in der Gegenwart von Gott mit euch zusammen zu sein. Und wir lieben es, diese Gottesdienste zusammen zu feiern. Und am Mittwoch haben wir noch was zu feiern. Am 1. Juli 2015 fand in Köln, also jetzt fast vor genau 5 Jahren, die allererste Dinnerparty statt. Und wir wollen deshalb am Mittwoch, am 1. Juli 2020, die größte Dinnerparty in ganz Köln feiern. Das heißt, wir werden an ganz, ganz vielen Orten in Köln einen super Abend miteinander verbringen. Du bist herzlich eingeladen. Es wird super leckeres Essen geben. Wir werden auf das zurückschauen, was Gott schon alles getan hat und uns auch darauf ausrichten, was Gott noch tun will. Deshalb melde dich gerne an, finde deine Dinnerparty für den 1. Juli. Wir wollen mit dir gemeinsam 5 Jahre KCC feiern. Yes, und 5 in der Bibel steht für Gnade, die Zahl der Gnade. Und wir wollen einfach Gott Danke sagen für seine Gnade in den letzten 5 Jahren, für das, was er getan hat. Und jedes Jahr haben wir eine Tradition bei uns, an unserem Jubiläum, und zwar, dass wir eine Jubiläumskollekte einsammeln. Und das wollen wir dieses Jahr auch wieder tun. Und wir möchten dich gerne ermutigen, zu investieren in das, was gerade Gott tut und was er noch tun möchte. Wir sind so dankbar für die letzten 5 Jahre, aber wir glauben von ganzem Herzen, dass es erst der Anfang ist, dass Gott noch so viel vorhat, dass es noch so viele Menschen gibt, die von seiner Liebe und von seiner Gnade hören werden in den nächsten Jahren. Deswegen frag Gott diese Woche, was er dir aufs Herz legt, wie du einfach durch deine Ressourcen das unterstützen kannst, was Gott gerade hier macht. Der Grund, warum wir hier stehen dürfen, warum wir das gerade tun dürfen, was wir machen, ist, weil so viele Menschen investiert haben und verstanden haben, dass Großzügigkeit nicht etwas ist, was Gott von dir möchte, sondern was er für dich möchte. Und es liegt eine Freiheit darin, großzügig zu sein. Und wir wollen gemeinsam an diesem Tag Gott ehren und hinein investieren in sein Reich. Deswegen nimm dir Zeit diese Woche als Familie, als Ehepaar und frag Gott so, hey, was legst du uns aufs Herz? Und gemeinsam werden wir einfach die nächsten 5 und 10 Jahre zusammen sehen, wie Gott sich weiter ausbreitet. Genau. So cool, dass du mit dabei warst heute. Wir wünschen euch eine richtig coole Zeit in euren Live-Groups. Genießt die Gemeinschaft und habt einen richtig gesegneten Sonntag, coolen Start in die Woche. Genau, du kannst dir jetzt noch schnell einen Kaffee holen und dich bereit machen. In weniger als 2 Minuten fängt Next Steps an. Next Steps hilft dir dabei, die nächsten Schritte zu gehen, da wo du gerade bist. Du lernst viel über unsere Kirche, was wir glauben, was unsere Vision ist, und wir würden uns riesig freuen, dich dort zu sehen. Bis dann, hab einen gesegneten Sonntag. Ciao.